Ja, was für ein herrlicher Tag, perfekt für eine Patrouille. Nichts los heute, so lobe ich mir diesen Tag, das ist sehr entspannt. Und damit hallöche Leute, willkommen bei Pandido und einem weiteren Unboxing, und zwar vom Playmobil City Action Boot. Das ist das Boot der Küstenwache, Freunde. Und ich bin schon richtig gespannt drauf, wie immer eigentlich. Aber immer wieder sieht dieses Boot einfach grandios aus, finde ich. Es sind ein paar richtig doll coole Sachen dran. Und wir werden es mal zusammen auspacken, aufbauen, bewundern, bestaunen und sogar noch damit spielen ein bisschen. Und los geht's mit den Tütchen und hier diesem Grundgerüst, sage ich mal. Also, das ist schon mal die Karosserie, wenn man das so sagen kann, des Bootes an sich der Küstenwache. Und was mir hier direkt auffällt, im Vergleich zu beispielsweise dem Feuerwehrboot, ist, dass außen diese silbernen Aufkleber da sind. Seht ihr das vorne und an den Seiten? Das, finde ich, macht es mal richtig edel. Und auch hinten, das haben wir gerade ein bisschen gesehen, sind so an den Seiten zwei so Holz, Platten. Auch das sieht richtig dolle cool aus. Okay, hier jedenfalls vorne haben wir so eine Art Verstauraum, oder was ist eine Art? Es ist ein Verstauraum, mit Rettungsring oben drauf. Und ja, wir basteln mal weiter. Hier brauchen wir wieder dieses gelbe Teil, wie auch immer man das nennt. Das ist vorne für den Flammenwerfer, wollte ich fast sagen. Nee, so nicht. Für den Wasserwerfer da. Der steht also vorne. Wie heißt vorne? Ich glaube, das ist doch das Bug, richtig? Bug und Heck, ja. Also steht vorne am Bug. So, weiter geht's. An den Seiten kommt ein Geländer dran. Natürlich, Freunde, natürlich. Ohne Geländer geht ja nichts. Ja? Sicherheit geht vor. Also, einmal ein Geländer auf der Seite, das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Zack, da haben wir Geländer 2. Die kleine Wölbung kommt natürlich nach vorne, dort wo sich auch das Schiff zum Bug hinwendet. So, Geländer steht, Wasserwerfer steht, sieht doch schon recht schick aus. Machen wir mal oben ein paar Leuchten dran, würde ich sagen. Einmal rechts außen hier die grüne und links außen hier die rote. So, dann noch drei so eine Püppel in die Mitte. Da kommt später, ja, ich weiß nicht, ob man es so nennt, aber ich sag mal die Brücke drauf. Mal gucken. Wir befestigen erstmal ein paar Clips hier am Geländer. Und das ist für den Schlauch da, das sehen wir gleich noch. Hinten erstmal zwei Antennen, wofür auch immer, wahrscheinlich zum Funkempfang oder weiß der Geier. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall kommen zwei Antennen daran. Vielleicht, ja, vielleicht für den Polizeifunk, Küstenwachen, Feuerwehr, bla bla, Funk. Und natürlich so eine Art Abschleppseil hier, so ein Abschlepphaken gibt es auch. Der kommt ebenfalls ans Bug. Der ist mit Rolle, seht da mit so einer kleinen Winde, könnt ihr auf und abrollen, so wie ihr es gerade braucht, um einen kleinen Kutter abzuschleppen oder was auch immer ihr damit machen wollt. Okay, jetzt kommt, ja, die Brücke, von der ich sprach. Ich hoffe, man nennt es Brücke, ich bin nicht so sicher. Auf jeden Fall hier mal zweimal mit Lautstärker, mit Verstärkern oben drauf, mit Mikrofonen möchte ich, wollte ich sagen. Wie nennt man das denn, Mensch? Megafone. So, Otto, Megafone meine ich. Okay, Megafone. So, dann haben wir hier noch einen fetten Strahler. Den stecken wir mal hier an die, an dieses silberne Teil dran. So, das kommt jetzt auf diese drei Püpsel von vorhin. Zack, haben wir zwei dicke Strahler am Start. So, jetzt geht's also zum Schlauch. Denn es ist die Küstenwache, die kann natürlich auch löschen. Sehen wir ja vorne schon den Wasserwerfer. So, diesen Schlauch, das ist ein bisschen Fummelarbeit, Freunde. Das ist nicht ohne, sage ich mal, aber mit ein bisschen kleineren Händen sollte es auf jeden Fall besser machbar sein. Okay, darum, wir stecken jetzt den Schlauch durch dieses silberne Teil. Dann stecken wir Schlauch in Schlauch, damit er noch ein bisschen länger wird. Wir stecken nochmals Schlauch in Schlauch. Und am Ende kommt hier noch dieses rote Teil dran, das den Abschluss bildet. Und dieses ganze Konstrukt kommt jetzt gleich, okay, wir brauchen hier noch einen Abschluss, ja. Dieses ganze Konstrukt kommt jetzt gleich durch diese drei Püpsel da, die auf dem Geländer stecken. Und ja, wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen fummeln, aber ihr kriegt mit Sicherheit hin. Vorne natürlich hier noch die Düse, beziehungsweise den Wasserwerfer oder die Halterung für den Wasserwerfer. Ihr wisst schon, was ich meine, gell? Und hier haben wir also die tatsächliche Pumpe, Freunde. Die funktioniert wirklich. Da kommt nachher Wasser rein. Ihr kennt das vielleicht, so eine Art Pumpen, so eine Pumpen. Von beispielsweise Feuerwehr gibt es mehrere Spielzeuge mit dieser Pumpe. So, die wird jetzt hier reingesetzt. Zack. Dann kann man die Pumpe eben aufrichten, Wasser einfüllen und wirklich pumpen wie ein Weltmeister. Und dann kommt vorne Wasser rausgespritzt. So, jetzt seht ihr es hier. Der Schlauch wird jetzt hier über die, durch diese drei Püpsel da gezogen auf dem Geländer. Einmal vorne bis zum Wasserwerfer. So, und ich stelle euch jetzt noch dazu, was noch alles im Set enthalten ist. Ja, was für ein herrlicher Tag. Perfekt für eine Patrouille. Nichts los heute. So lobe ich mir diesen Tag. Das ist sehr entspannt. Niemand, der gerettet werden muss. Das ist doch ein schöner Tag. Das ist doch prima, Leute. Weit und breit nichts in Sicht. Hallo? Hallo? Oh, mein Walkie.
Basis an Alpha 1, bitte kommen! Hallo, hier Alpha 1, was gibt's? Kommt bitte in die Zentrale, der Boss will euch sprechen! Carla, wir müssen zurück in die Zentrale! Hey, wieso das denn? Wir wurden angefunkt, der Boss will uns sprechen! Ah, alles klar, na, dann machen wir uns mal auf den Weg! Hilfe! Hilfe! Ich bin hier! Ich bin im Wasser! Du, sag mal, hast du Charlie gesehen? Nee, der sitzt da hinten auf dem Heck. Okay, vielleicht auch nicht mehr. Ich glaube, wir müssen ihn mal suchen. Alles klar, ich drehe rum. Auf geht's! Charlie, wir kommen! Ich sehe ihn immer noch nicht. Schau doch mal genau, hier muss er doch irgendwo sein. Ah ja, ich sehe ihn! Da vorne! Volle Fahrt voraus! Hier bin ich, Leute! Hier! Ja, komm schon, Charlie, wir kommen! Nimm den Ring! Los, wir ziehen dich rauf, halt dich fest! Mensch, was machst du denn immer? Gut, dass du wieder da bist! Als ihr angefahren seid, bin ich einfach runtergefallen. Na, das kann nur mir passieren. Wir fahren jetzt jedenfalls erstmal in die Zentrale und machen dir einen Kaffee. Oh ja,